Liebe Zuschauer, in diesem Video geht es um Aufbau und Eintragung der Form- und Lagetolerierung nach ISO 11.01. Um den Aufbau der Form- und Lagetolerierung besser nachvollziehen zu können, ist das Konzept der wirklichen und abgeleiteten Geometrieelemente wichtig. Ein wirkliches Geometrieelement ist tatsächlich am Teil vorhanden und manifestiert. Dies sind Körperflächen, Kanten, Ecken, Spitzen und so weiter. Ein abgeleitetes Geometrieelement hingegen ist nur theoretisch vorhanden. Symmetrieebene, Mittelebene, Achse, Mittelpunkt. Die ISO 11.01 ordnet wirklichen und abgeleiteten Geometrieelementen Toleranzzonen zu. Die Toleranzzone wird durch zwei Grenzflächen oder Grenzlinien definiert, innerhalb derer das Geometrieelement beliebige Formabweichungen haben kann. In diesem Beispiel ist das wirkliche, tolerierte Geometrieelement die obere Fläche des Tiegels. Jeder Punkt der Fläche muss sich innerhalb der beiden Grenzflächen befinden. Am Beispiel eines Blechs sollen einige Begriffe der Formtolerierung erläutert werden. Weil die Dicke des Blechs vernachlässigt werden kann, wird die Geradheit einer Blechkante toleriert. Sie soll auf der gesamten Länge nicht mehr als 5 mm ungerade sein. Die Toleranzzone wird von zwei parallelen Geraden gebildet, die 5 mm voneinander entfernt sind. Das tolerierte Formelement darf diese Geraden auf der gesamten Länge berühren, aber nicht überschreiten. Dazu darf die Toleranzzone in der Zeichnungsebene beliebig gedreht oder verschoben werden. Im unteren linken Beispiel wird die am Teil vorhandene Geradheit gemessen, indem das Blech an einen Bezug angelegt wird. Dieser wird als ideal gerade angenommen. Die maximale Entfernung des tolerierten Formelements vom Bezug ist die Geradheitsabweichung. Im unteren rechten Beispiel wird deutlich, dass beim Messen der Formabweichung grundsätzlich die Minimumbedingung, auch bekannt als Chebyshev-Kriterium, angewandt werden muss. Eine konvexe Form nimmt keine stabile Endlage ein, wenn sie an den Bezug angelegt wird. Sie muss in diesem Beispiel so orientiert werden, dass die beiden Geradheitsabweichungen FG1 und FG2 gleich werden. In diesem Beispiel ist die Kante des Blechs mit einer Parallelitätstoleranz in Bezug zur gegenüberliegenden Kante versehen. Die Kante wurde gewählt, weil auch in diesem Beispiel die Blechdicke vernachlässigbar sein soll. In der Darstellung oben links wurde die untere Kante mit dem Bezugssymbol versehen. In der Lagetoleranz für die obere Blechkante wurde der Buchstabe A des Bezugs eingetragen. Der Bezug verkörpert das anliegende Nachbarbauteil in idealer Gestalt, in diesem Fall manifestiert durch eine ebene Prüfplatte. Das Bauteil wird unter Anwendung der Minimumbedingung an den Bezug angelegt. Minimumbedingung siehe vorherige Folie. Die Toleranzzone wird durch zwei ideale Geraden im Abstand von 5 mm gebildet. Sie sind sowohl untereinander als auch zum Bezug parallel und können beliebig nach oben und unten verschoben werden. Das tolerierte Geometrieelement, in diesem Fall die obere Kante, muss vollständig innerhalb der zwei idealen Geraden liegen und darf diese höchstens berühren. Die gemessene Parallelitätsabweichung TP ergibt sich, indem man eine Gerade von oben an das Teil anlegt, die andere von unten und anschließend den Abstand der Geraden misst. In der Praxis kann dies durch eine Messuhr gemessen werden, die die Oberfläche des Teils abtastet. Die größte gemessene Höhendifferenz ist die Parallelitätsabweichung. Oder alternativ durch Anlegen einer Parallelführung und Messen des größten Abstands von dieser. Im Beispiel oben rechts hat das Teil eine Lageabweichung, aber keine Formabweichung. Im Beispiel unten rechts ist es genau umgekehrt. Beim Erstellen der Parallelitätstoleranz hatte der Konstrukteur vermutlich das Ziel, das Blech zwischen zwei Nachbarbauteilen einzubauen. Bei einer reinen Lagerabweichung würde der Fehler vermutlich auffallen, bei einer reinen Formabweichung hingegen nicht. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass Lagertolerierung grundsätzlich implizite, das heißt eingeschlossene, Formtolerierungen beinhalten. Hier enthält die Parallelitätstoleranz eine implizite Geradheitstoleranz, die nicht größer als die Parallelitätstoleranz werden kann. Merke: Jede Lagertolerierung enthält mindestens eine implizite Formtolerierung. Diese Formtolerierung kann nicht größer als die Lagertolerierung werden.
Nun zur Zeichnungseintragung der Form- und Lagertoleranzen nach ISO 1101. Im Feld 1, das an die Hinweislinie angeschlossen wird, wird die Toleranzart angegeben. In diesem Fall Parallelität. Im Feld 2 steht der Toleranzwert. Es handelt sich immer um einen Wert in der Einheit Millimeter. Andere Einheiten sind nur bei ausländischen Zeichnungen zugelassen, wie zum Beispiel Zoll. Winkelgrade sind nicht zugelassen. Weitere Angaben im Feld 2 umfassen zum Beispiel eine priorisierte Toleranzzone oder die Maximum-Materialbedingungen, doch zu diesen später mehr. In Feld 3 wird eingetragen, auf welchen Bezug die Toleranz referenziert. Insgesamt können bis zu 3 Bezüge angegeben werden, sodass insgesamt maximal 5 Felder möglich sind. Der Toleranzpfeil steht immer senkrecht auf dem tolerierten Element. Es kann dabei von außen oder auch von innen auf das tolerierte Element zeigen, anders als zum Beispiel das ISO 1302 Oberflächensymbol. Der Bezug wird durch ein Quadrat und ein gleichseitiges Dreieck gebildet, die durch eine Linie verbunden sind. Das Dreieck kann geschwärzt oder leer sein. Im Quadrat steht ein Großbuchstabe. Es ist entscheidend, wo der Toleranzpfeil steht. Er sollte immer in der Nähe der Bemaßung des tolerierten Geometrieelements stehen. Zeigt er nicht auf die Bemaßung, ist das wirkliche Geometrieelement toleriert. Im linken Beispiel ist die Zylindrizität der Mantelfläche toleriert. Zeigt er unmittelbar auf die Bemaßung, ist das abgeleitete Geometrieelement toleriert. Im rechten Beispiel ist die Geradheit der Zylinderachse toleriert, die Toleranzzone selbst ist durch das vorangestellte Durchmessersymbol ebenfalls zylindrisch. Im oberen linken Beispiel ist die Geradheit der Achse der Stange toleriert. Die Toleranzzone ist ein Kreiszylinder mit Durchmesser 0,1 mm und einer Länge von 200 mm. Die Toleranzzone lässt sich beliebig nach links und rechts verschieben. In jeder Position muss die Toleranz eingehalten werden. Im oberen rechten Beispiel muss auf der gesamten Länge der Stange, deren Achse innerhalb einer Toleranzzone Durchmesser 0,3 mm gerade sein. Zusätzlich gibt es eine beliebig verschiebbare Toleranzzone mit Durchmesser 0,1 mm und Länge 200 mm. Im unteren Beispiel ist das Profil toleriert. Es gibt zwei begrenzte, voneinander unabhängige Toleranzzonen KL und MN. Es sind alle drei Nocken toleriert, was durch den der eckigen Klammer vorangestellten Faktor 3 dargestellt wird. Das Symbol P im zweiten Feld des Toleranzrahmens bedeutet, dass die Toleranzzone außerhalb des Teils projiziert wird. Dies kann nur bei Ortstoleranzen, das heißt Koaxialität, Symmetrie und Position angewendet werden, aber vor allem bei letzterer. In diesem Beispiel ist die Achse der Bohrung mit einer Positionstoleranz versehen. Die Achse der Bohrung muss sich in einer röhrchenförmigen Toleranzzone befinden, die sich 30 und 25 mm von den Bezügen entfernt befinden, an die das Teil angelegt wird. Die Reihenfolge der Bezüge ist hierbei nicht beliebig. Dies könnte dann angewendet werden, wenn in die Bohrung ein Zapfen eingepresst werden soll. Dieser Zapfen wiederum soll in ein anderes Teil greifen als eine Art Mitnehmerbolzen. Bei diesem eingepressten Zapfen ist vor allem der Teil wichtig, der heraussteht. Ist die Bohrung schräg ausgeführt, aber ansonsten passend, wird der Mitnehmerbolzen ebenfalls schräg stehen und unter Umständen nicht in das Nachbarbauteil hineinpassen. Im linken Beispiel gelten für ein Geometrieelement mehrere Toleranzarten. In diesem Fall werden die Toleranzrahmen miteinander kombiniert. Im mittleren Beispiel soll für mehrere Geometrieelemente dieselbe Toleranzart gelten. Der Toleranzrahmen wird dann nur einmal gezeichnet. Mehrere Toleranzpfeile zeigen zu den einzelnen Geometrieelementen. Die Toleranzzonen sind voneinander unabhängig und werden einzeln geprüft. Das Suffix CZ, Common Zone, nach dem Toleranzwert beim rechten Beispiel erzeugt eine gemeinsame Toleranzzone, in der die tolerierten Geometrieelemente liegen müssen. Ein praktischer Anwendungsfall wäre ein Auspuffkrümmer,
dessen einzelne Flansche an die ebene Kontaktfläche des Motorblocks passen müssen. Für das Bezugssymbol gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Dreieck haftet wie ein Saugnapf auf dem Geometrieelement und kann sowohl von innen als auch von außen angebracht werden. Aus Platzgründen kann das Geometrieelement aber auch mit einer Hinweislinie verlängert werden. Wenn ein abgeleitetes Geometrieelement als Bezug dienen soll, dann muss das Bezugsdreieck auf dem Maßpfeil stehen, siehe mittleres Beispiel. Hier wird die Achse zum Bezug, jedoch nur der Teil der Achse, die von dem bemaßten Geometrieelement gebildet wird. Um eine Seitenansicht des Teils einzusparen, kann das Bezugsdreieck auch auf einer Hinweislinie stehen, siehe rechtes Beispiel. Die Tolerierung eines Geometrieelements kann einen Bezug als Grundlage haben, der aus mehreren einzelnen Geometrieelementen gebildet wird. Dazu werden im dritten Toleranzfeld die Bezüge durch einen Bindestrich verbunden. Im gezeigten Beispiel wird aus der Achse des linken und rechten Zylinders eine Verbundachse gebildet. Die Lauftoleranz von dem mittleren Zylinder der Welle verwendet diese Verbundachse als Bezug. Im rechten Beispiel werden die beiden Laufbuchsen als Bezüge verwendet. Es ist verführerisch, aufgrund der Symmetrie die beiden Mittellinien der Bohrung zu verbinden und das Bezugssymbol auf der Mittellinie zu platzieren. Das ist jedoch in der aktuellen Ausgabe der ISO 1101 nicht mehr zulässig. Es kann bei großen Teilen Sinn machen, zum Beispiel nicht die gesamte Fläche als Bezug zu verwenden. Stattdessen sollen begrenzte Bereiche eines Teils zur Bildung des Bezugs herangezogen werden. Diese Bezugsstellen werden durch einen zweigeteilten, kreisförmigen Rahmen definiert. Im unteren Teil wird der Buchstabe des Bezugs zusammen mit dessen fortlaufender Nummer angegeben. Im oberen Teil die Bemaßung der Bezugsstelle. Die Lagen der Bezugsstellen werden als theoretisch genaue Maße angegeben. Zuletzt muss das Bezugssymbol auf das Geometrieelement verweisen, auf dem sich die Bezugsstellen befinden. In der Nähe des Bezugssymbols sollte die Anzahl der Bezugsstellen angegeben werden, in diesem Beispiel A1 bis 3. Bezugsstellen müssen nicht wie in der vorherigen Folie flächenförmig sein, sondern können auch linien- oder punktförmig sein. In diesen beiden Fällen bleibt der obere Teil des Bezugsstellenrahmens leer. Linienförmige Bezugsstellen, siehe linkes Beispiel, werden durch zwei Kreuze gebildet, die durch eine Strich-Zweipunktlinie verbunden werden. Die Kreuze werden theoretisch exakt bemaßt, die zugrunde liegende Fläche mit dem Bezugssymbol gekennzeichnet. Punktförmige Bezugsstellen sind im rechten Beispiel dargestellt. Liebe Zuschauer, vielen Dank für euer Interesse. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mich gerne unter der angegebenen E-Mail-Adresse erreichen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video.